Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal eine etwas andere Kulisse wieder mal für euch. Ich bin heute mal wieder im Büro und ja, mein Freund liegt krank auf der Couch. Der hat sich gestern etwas erkältet auf der Kartbahn und ja, ich wollte ihn jetzt ungern wecken und ins Bett scheuchen, nur damit ich drüben drehen kann. Deswegen bin ich mal hier gelandet heute. Das Licht ist hier nicht wirklich gut. Das heißt, das ist ein sehr, sehr dunkler Raum. Wir haben hier ziemlich dunkle Gardinen und es ist auch kein Riesenfenster, was hier in dem Zimmer ist. Ich habe jetzt schon das Licht an und Softbox und alles, aber naja, egal. Es ist halt jetzt vom Licht her nicht das Beste, aber wir leben jetzt einfach mal damit die Woche. Und ja, ich habe heute wieder eine Buchvorstellung für euch und heute soll es um Das göttliche Mädchen von Amy Carter gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das göttliche Mädchen habe ich netterweise auch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Verlag. In diesem Buch geht es um die Götter der griechischen Mythologie und ich fand halt einfach, dass sich das sehr, sehr spannend angehört hat und habe das Buch deswegen angefragt. In diesem Buch geht es um Kate und Kate, ihre Mutter ist sehr, sehr krank. Also sie liegt quasi in den letzten Zügen. Sie wird nicht mehr lange leben und ihre Mutter hat einen Wunsch. Sie möchte an dem Ort sterben, in dem sie geboren und aufgewachsen ist, in Eden. Und so zieht Kate mit ihrer Mutter von New York nach Eden, um ihr dort halt quasi noch eine schöne Zeit zu machen. Und Kate hat da nicht wirklich Lust zu und möchte da eigentlich nicht hin und ihre Heimat verlassen. Und ja, wie gesagt, tut es dann aber ihrer Mutter zuliebe. Kate soll dann auch in Eden auf die Highschool gehen und dort ihren Abschluss machen. Und das tut Kate dann auch. Sie geht dann dort zur Highschool und lernt dann gleich am ersten Tag jemanden kennen, mit dem sie sich auch anfreundet. Er ist so ein bisschen merkwürdig, der Kerl, und er ist so ein kleiner Eigenbrötler. Und Kate hat eigentlich auch nicht wirklich Lust, Freundschaften zu schließen, aber wie das halt dann manchmal so ist im Leben, gerade wenn man es am wenigsten erwartet, kommt dann halt jemand in dein Leben geplatzt und ja, bleibt dann halt da und geht nicht mehr weg. Und so ist es halt bei Kate. Ja, und so tritt James halt in Kates Leben. Und dann begegnet sie am ersten Tag noch dem Footballstar Dylan und seiner zickigen Freundin Ava. Und sie kann überhaupt nicht verstehen, was Ava jetzt für ein Problem mit ihr hat. Und ja, sie will nichts von Dylan und Kate hat in die Richtung auch nicht irgendwas getan, gesagt, geguckt, gemacht, dass diese Ava da irgendwie was sich darauf einbilden könnte. Und ja, trotzdem tut sie Kate provozieren und Kate denkt sich so, shit happens, ich bin hier eh bald wieder weg. Und so ist quasi Kates Ankunft in Eden. Im weiteren Verlauf der Geschichte tut Ava sich dann mit Kate noch anfreunden und tut sich bei ihr entschuldigen und tut sie dann zu einer Party einladen. Und an diesem Abend, wo diese Party stattfinden soll, passiert etwas, was Kates Leben komplett verändert. An diesem Abend lernt Kate Henry kennen und Henry ist ein sehr, sehr mysteriöser Mensch und sie weiß nicht so wirklich, was sie von ihm halten soll. Sie hat komischerweise trotz seiner düsteren Ausstrahlung und seiner dunklen Art, die er so an sich hat, hat sie keine Angst vor ihm. Und sie trifft auf Henry in einer ganz, ganz schwerwiegenden Situation und er bietet ihr einen Deal an. Und was das für ein Deal ist, den Henry ihr hier anbietet und wer Henry jetzt eigentlich ist und was das alles mit Ava jetzt und dieser Situation zu tun hat, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Hinten auf dem Klappentext wird halt auch verraten, wer Henry ist. Ich möchte es jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Wenn ihr euch spoilern wollt, dann schaut einfach auf den Klappentext. Beginnen wir wie immer als allererstes mit der Handlung. Ich muss sagen, die Handlung hat mir im Großen und Ganzen schon sehr, sehr gut gefallen. Ich habe aber hier ein riesiges Problem gehabt mit der Handlung und zwar hatte ich immer das Gefühl, es fehlt was. Kennt ihr das, wenn ihr Szenen lest und diese Szene ist vorbei, dann fängt ein neues Kapitel an und dieses neue Kapitel macht einen riesigen Sprung jetzt, was die Charaktere betrifft, was die Entwicklung betrifft, was die Story betrifft und ihr habt einfach das Gefühl, es fehlt zwischendrin etwas und so ging es mir bei diesem Buch öfters. Also ich hatte öfters das Gefühl, dass hier einfach irgendwie was fehlt. Ich hätte mir hier einfach an der einen oder anderen Stelle gerne 2, 3 Kapitel einfach mehr gewünscht, so als Zwischenfüller, dass man die Entwicklungen besser verstehen kann, dass man die Geschichte besser verstehen kann. Und das war halt mein großes Problem, was ich mit diesem Buch hatte. Ich hatte einfach das Gefühl, es fehlt was. Und das fand ich sehr, sehr schade, denn wie gesagt, im Großen und Ganzen hat mir die Handlung sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe am Ende, wo alles aufgelöst wurde, habe ich gedacht so, what? Boah, wie gemein! Wie fies ist das denn? Also wie gesagt, die Handlung war im Großen und Ganzen wirklich gut, aber ich hatte halt immer das Gefühl, dass hier irgendwie was fehlt, dass einfach zu viele harte Cuts in dieser Geschichte sind und es wird einfach zu viel übersprungen. Also dieses Buch hat ja reguläre 300 Seiten. Hier sind noch 2 Kurzgeschichten zu Das göttliche Mädchen mit drin, weswegen das Buch insgesamt so um die 500 Seiten hat, aber die Geschichte an für sich hat 330 Seiten, glaube ich, gehabt. Und ich finde,
100 Seiten mehr hätten dem Buch echt keinen Abbruch getan. Und das wäre für die Entwicklung der Handlung auf jeden Fall besser gewesen. Es wäre für die Charakterentwicklung besser gewesen. Und ja, das war halt so mein großes Problem mit Das glückliche Mädchen. Ich hatte halt immer das Gefühl, es fehlt was. Was die Charaktere betrifft, ging es mir da ähnlich, weil, wie gesagt, durch diese harten Cuts hat man manche Entwicklungssprünge teilweise nicht richtig nachvollziehen können. Manche Handlungsweisen waren dadurch halt einfach unklar. Ich muss mal kurz gucken, was der Hund hier macht. Vieles wirkte dadurch halt einfach nicht richtig greifbar und ein bisschen unglaubwürdig, weil man konnte es in dem Moment einfach nicht nachvollziehen, weil halt einfach was gefehlt hat. So war es halt eine gute Geschichte, aber es war jetzt halt keine Geschichte, die mich extrem umhauen konnte. Und ja, ansonsten von den Charakteren, ich mochte Kate, ich fand die Geschichte gut erzählt. Ich fand, was die Charaktere betraf, diese ganzen Geheimnisse, die um diese Charaktere alle noch mitgemacht wurden, sind wirklich sehr, sehr gut. Ich, wie gesagt, fand den Ansatz der Geschichte gut. Ich fand die Entwicklung von Henry gut in diesem Buch. Ich fand es gut, was man über die Charaktere so nach und nach noch erfahren hat. Und Gastauftritt Maido. Ja, also im Großen und Ganzen habe ich die Charaktere wirklich sehr, sehr gemocht. Mit dem einen oder anderen Charakter hatte ich hier und da so meine Schwierigkeiten. Ich habe manche Charaktere einfach nicht verstanden und nicht nachvollziehen können, streckenweise. Das hat sich dann am Ende aber alles aufgelöst. Also das war pure Absicht, dass die Charaktere so gewesen sind, wie sie gewesen sind. Aber wie gesagt, mir hat halt dadurch, dass... Maido, dein Kopf... Super. Aber mir hat halt dadurch, dass hier von der Handlung her ein bisschen was gefehlt hat, bei den Charakteren halt auch etwas gefehlt. Und Maido sitzt auf meinen Schoß. Willst du mal komplett in die Kamera, Schatzi? Guck mal da. Guck mal da. Da. Ja. Ich kann so nicht arbeiten. Ach, Engelchen. Okay. Machen wir mal weiter mit dem Worldbuilding und dem Setting. Ich versuche mal hier über den Hundekopf hinweg zu gucken. Vom Worldbuilding her hat mir das Ganze sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Atmosphäre in dem Buch. Ich fand dieses Herrenhaus, wo das Ganze gespielt hat, auch wirklich richtig gut. Also vom Setting her hat es mir schon sehr, sehr gut gefallen. Es ist ja eine Urban-Fantasy-Geschichte, also Realismus gemischt mit Fantasy. Und Maido, was tust du denn? Ach ja, na gut dann. Vom Setting her hat es mir richtig gut gefallen und ich fand die Beschreibungen gut, ich fand die Szenenbeschreibungen gut. Also da habe ich wirklich nichts zu meckern, das habe ich sehr, sehr gemocht. Kommen wir als allerletztes nochmal zum Schreibstil. Hier kann ich nur sagen, dass der sehr, sehr gut zur Geschichte gepasst hat. Wir haben hier einen schlichten, leichten Jugendbuchschreibstil. Wir haben hier keine komplizierten Sätze oder Verschachtelungen oder Metaphern oder irgendwas, was man nicht verstehen kann. Man kommt sehr flüssig durch das Buch und ich hatte hier keine Stolpersteine oder Stellen, die ich mehrfach lesen musste, weil ich es nicht verstanden habe oder irgendwie sowas. Also das nicht. Aber man merkt halt auch durch diesen sehr einfachen Schreibstil, dass halt durch diese harten Cuts in der Handlung Sachen fehlen. Und das fand ich halt, wie gesagt, einfach sehr, sehr schade. Und das war halt das große Minus bei diesem Buch, dass ich halt einfach das Gefühl hatte, da fehlt einfach extrem viel an einigen Stellen. Und dadurch war die Geschichte halt teilweise auch ein bisschen unlogisch und unausgereift. Und das fand ich halt einfach sehr, sehr schade. Aber ich habe dann, nachdem ich Das göttliche Mädchen beendet hatte, die zwei Kurzgeschichten, die hier drin sind, auch noch gelesen. Die eine Kurzgeschichte beginnt direkt nach dem Ende vom ersten Teil. Und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die mochte ich sehr. Die war von der Ausarbeitung her komplett in Ordnung. Also da hat nicht wie jetzt in der Geschichte so, da hatte ich nicht wie in der Geschichte das Gefühl, dass hier irgendwas fehlt. Nein, also das war von der Ausarbeitung wirklich sehr, sehr gut. Und das hat nochmal komplett anderen Blick auch auf die Charaktere geworfen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und in der zweiten Kurzgeschichte ging es quasi um die Vergangenheit von Henry. Und da wird der Prolog, der in dem ersten Teil drin vorkommt, nochmal aufgegriffen. Und da wird alles nochmal genau erklärt und aus Henrys Sicht geschildert. Und das fand ich auch sehr, sehr gut, weil man bekommt dadurch nochmal eine gute Sicht auf Henry und seine Verhaltensweise und man kann ihn dadurch einfach auch nochmal besser verstehen. Und ich finde halt einfach, durch diese beiden Kurzgeschichten, die hier nochmal drin sind, hat das Buch nochmal eine ganz andere Ansicht bekommen und eine ganz andere Dynamik bekommen. Und die haben mir wirklich auch die Geschichte wieder ein bisschen schmackhafter gemacht. Also ich würde diese Reihe auf jeden Fall weiterlesen, wenn der zweite Teil übersetzt wird. Aber es war jetzt halt durch diesen Anfang und durch diese harten Cuts kein Buch, wo ich sagen würde, es ist so gut, ihr müsst es unbedingt lesen. Es ist eine schöne, tolle Geschichte und jeder, der gern Bücher über die griechische Mythologie und mit den griechischen Göttern liest, sollte sich Das göttliche Mädchen von Amy Carter auf jeden Fall mal angucken. Der wird auf jeden Fall mit dieser Geschichte etwas anfangen können. Aber wie gesagt, es fehlt halt an manchen Ecken etwas und seid da nicht enttäuscht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt jetzt irgendwie gerade was verpasst. Es ist in dieser Geschichte halt einfach so und das fand ich halt sehr, sehr schade. Aber durch die zwei Kurzgeschichten habe ich irgendwie Hoffnung, dass es im zweiten Teil dann besser wird und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit Kate hier weitergeht und Henry und was die beiden noch so für Abenteuer erleben und wie sich das Ganze so entwickelt. Das war meine kurze Buchvorstellung zu Das göttliche Mädchen von Amy Carter. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, es ist ja eine Neuauflage, das heißt, dieses Buch ist ja auch schon etwas älter und vielleicht hat
der eine oder andere das von euch schon vor ein paar Jahren gelesen, dann schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.